Ja, liebe Star Wars Fans, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin bei mir im Keller, wollte mal ein Video machen, aus einem ganz bestimmten Grund. Wollte euch noch was zeigen. Ich habe gestern noch einmal ein bisschen gewerkelt und lackiert und habe überlegt, ich werde noch mal ein Lichtschwert bauen. Ich hatte mir schon mal noch eine Teddy-Taschenlampe gekauft, um euch ein zweites Schwert zu zeigen, was ich so ein bisschen umgebaut habe. Ich hatte das schon mal gehabt, das war vom Darth Vader Kostüm. Er hat jetzt zwei Schwerter gehabt, die habe ich jetzt ein bisschen umgebaut, die habe ich noch ein bisschen lackiert. Und da kam noch ein zweites noch zu, da werde ich euch gleich mal am Tisch mal zeigen, damit ihr es besser seht. Da müsst ihr mich leider mit dem Licht entschuldigen, mir ist die Röhre oben kaputt gegangen. Ich kam noch nicht mehr neue zu holen und ich muss mal die ein bisschen günstiger kriegen, weil ich habe schon gesehen, weil die Schweine teuer sind. Denn umsonst muss ich mir mal eine Alternative einen Verlass, um Licht reinzukriegen. Ich habe zwar hier einen Strahler, aber den kann ich nirgends so oben hier befestigen. Aber nichtsdestotrotz werde ich euch mal zeigen. Ich hatte hier diese Schwertnummer gebaut mit der Lampe drin. Ihr seht, ne, dieses schöne Schwert. Er sollte normalerweise anders aussehen. Ich wollte normalerweise hier der USB-Anschluss hier, der hier hinten ist, auch anschließen mit dem anderen, damit ich das aufladen kann, wenn es so liegt. Aber es ging leider nicht, weil innen drin hier, das war ja mal ein kleineres Schwert gewesen. Und ich hatte diesen Anbauteil hier nochmal zusätzlich dran montiert. Aber es war schräg abgeschnitten, das Rohr, also das Endstück vom Schwert. Und das passte mit dem Taschenlampe dann nicht überein. Da störte irgendetwas. Und ich konnte es nicht mehr hier abziehen. Keine Ahnung warum. Ich wollte es nochmal richtig machen. Da habe ich überlegt, da muss ein anderes Design drauf, und habe ich diese Platten hier befestigt. Also hier dient nur noch der An- und Ausschalter, und wenn ich das aufladen will, muss ich das ganze Gehülse hier rausziehen. Ist halt so. Aber ihr seht, ich habe jetzt einen Eisenschutzlack lackiert mit einem schönen, festen, wunderbaren Kunstleder, damit man einen schönen Griff hat. Und es, also ich muss ehrlich sagen, diese Taschenlampen, leider haben sie jetzt keine mehr, muss ich sagen, leuchten sehr hell, finde ich, und ich bin wirklich von der Taschenlampe überrascht, wie Helligkeit die ist. Jetzt müsste man nur noch, ich habe noch solche, sag mal schnell, transparente Folie, die man verspiegeln kann für Einbau für Lichtschwerter. Die habe ich irgendwie jetzt rumfliegen. Ich werde mir einmal mal eine richtige Plexiglasröhre holen, damit ich mal langsam auch meine Klingen machen kann, weil das hier bringt nichts, weil das ist nur das für Fun, also nur als Probe, aber ich muss sagen, ja, ganz schön. Aber ich werde euch mal was zeigen. Hier die Schwerter, die ich hier liegen habe, die werde ich auch mit Licht umbauen. Das heißt, ich werde auch hier, ich habe endlich mal das riesige Doppelklingenschwert festmontiert. Das ist ein etwas schmaleres Schwert, ideal für Damen oder Frauen, die gerne ein schmales, langes Doppelschwert haben wollen. Ist auch aus komplett Edelstahl und hier echtes Leder. Braunes, echtes Leder, damit man richtig schön kämpfen kann. Ich denke aber, es werden hier kurze Klingen rankommen. Es gibt Lichtschwerter auch mit kurzen Klingen. Also das heißt nicht immer, dass es Lichtschwerter gibt mit langen Klingen, also die maximal bis zu 90 cm lang sind. Man kann auch kürzere Klingen machen. Das heißt nicht, dass man lange machen muss, weil da ist diese Lichtfrequenz etwas besser, weil die Klinge etwas kürzer ist und dann kann das Licht noch besser ausstrahlen. Habt ihr wirklich eine Klinge, die extrem hell ist. Das gleiche mache ich auch hier mit dem Schwert. Ja. Die ganzen Klingen kann man wunderbar dann verarbeiten. Und man kann auch besser damit schwingen, weil wenn ihr einen langen Stiel habt, ist es halt ein bisschen schwierig rumzuwedeln. Also die Spins zu machen. Aber jetzt werde ich euch mal zeigen, mal die Schwerter hier, die ich auf dem Tisch liegen habe, was ich da gemacht habe, weil man kann das ja schwer sehen hier im Video. Wenn ihr mal eine schöne Farbe haben wollt, dann müsst ihr mal gucken, diesen Metallschutzlack mal zu holen, 2 in 1. Der ist ideal auch für solche Schwerter zu sprühen. Der kann man verwischen, so wenn man rustikale Schwerter haben möchte, so ein bisschen rustikal machen. Das habe ich auch mit dem anderen Kaido-Schwert gemacht. Da kann man wunderbar mit sprühen und ihr seht, dann habt ihr so ein Finish, wie das Schwert aussieht. So ein bisschen drüber, ein bisschen geschliffen. Und dann habe ich so Metten
matten Klarlack ein bisschen drüber gespült. Ich verstehe nur nicht, warum matten Klarlack ein bisschen glänzend bleibt. Aber es macht ideal gerade diesen Finish aus. Ihr seht, wie schön das aussieht. Dann habe ich ein Schwert gemacht, das hatte ich mal in Silber gehabt. Das habe ich euch schon mal vorgeführt. Aber seht euch das mal an. Sieht doch schön aus. Wenn da mal noch ein Ausschalter hier in die Mitte drauf ist und das leuchtet, dann wunderbar. Es ist ein böses. Kommt eine rote Klinge rein, also rotes Licht. Vielleicht werde ich mal gucken, ob ich was reinlöte. Ein sehr schönes Schwert, finde ich. Ganz gut gelungen. Und dann das Nachfolge, was ich euch das erste Mal gezeigt habe, mit der Taschenlampe drin. Von Darth Ven, das habe ich nochmal lackiert. Ich musste diese Dinger abmachen hier, diese komischen Verbandsdinger, die haben geklebt. Ich habe die anderen, die ich hier habe, die habe ich glaube ich vom Teddy, die halten sehr gut, die kleben nicht, die kann man gut benutzen, aber die anderen, die ich weiß nicht, wo ich die geholt habe, die haben so geklebt, das konnte man gar nicht mehr nehmen, ich musste diese abmachen. Aber ich finde, sie sind ganz schöne Schwerter geworden und ja. Und ich kann euch nochmal die Funktion nochmal zeigen. Ihr seht, die Sechskantschraube hält das innen drin fest. Ich würde euch gerne rausziehen, habe ich noch ein bisschen Band reingemacht. Da muss ich dran ziehen. Und dann, ihr kennt immer der Vorführeffekt. Aber die Taschenlampe ist hier drin eingebaut. Wieder auch Flashlight. Ich muss nur noch so einen Knopf dran machen, so ein Knüppelchen, dass man der An- und Ausschalter betätigen kann und das Schwert einfach angeht. Und einen schönen Teil für mal am Gürtel dran zu hängen. Ja, es ist immer schön, immer solche Schwerter zu bauen, gerade mit Licht. Das ist für jeden ein Muss, normalerweise jeden Fan. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Erst fängt man mit Reflektorenbändern an. Dann dort traut man sich dann eher mal mit so kleinen Batterien, 3 Watt, also ne, 1,5 Watt, Volt, Entschuldigung, Volt, zu arbeiten. Und dann geht man ein bisschen höher. Da freut man sich, wenn man endlich mal ein paar Schwerter hat, die leuchten. Ich werde auch mal gucken, dass ich langsam auch mal die anderen mache. Und dann werde ich mal schauen, dass ich, wenn ich meine ganze Lichtschwertkollektion fertig haben sollte mal. Und es ist wirklich meine Lockdown vorbei. Also, ja, der ganze Corona Käse, der um uns um Hals ist. Und wenn wirklich alles wieder gut gehen sollte, was wieder alles Hotels, Gastronomie, alles wieder auffahrt und sonst was und wieder Messe stattfinden. Es sollte normalerweise Power of the Force dieses Jahr stattfinden im September, aber ich glaube das nicht, weil wenn immer noch die Zahlen so hoch sind, glaube ich nicht, dass solche Messen auch irgendwie es verschönen, aber ich glaube dieses Jahr werde ich es mit Sicherheit nicht schaffen. Ich werde mich vielleicht auf nächstes Jahr versteifen. Und wenn dann alles mal fertig ist, dann möchte ich gerne mal versuchen, wenn das alles klappen sollte. Ich habe leider kein Auto, aber ich würde mir gerne mal dahin fahren, um meinem Oma meinen Stand mal zeigen, um meine ganzen Sachen mal live zu zeigen, was ich gebaut habe. Und so auch die ganzen Fans dazu zu gewinnen und die ganzen Star Wars-Fans oder die ganzen Lichtschwerter-Fans sozusagen, ja, zu zeigen und natürlich meine Schmuckkollektion hier, die ich hier mache. Ich würde ein paar andere machen noch, die ich hier auch dazu zeigen möchte, die manchmal dazu alles zugehören, so ein bisschen für solche Fans und das kommt auch natürlich dazu. Klar, man muss erstmal abwarten mit den ganzen Sachen, Situationen, mit den ganzen Materialien und sonst was. Das ist nicht ganz, ganz einfach. Dazu habe ich noch zum letzten Schluss des Videos nochmal einen Umbau gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal hier stehen gesehen. Das ist auch ein Luftgewehr, also Luftpistole. Also Luftgewehr mit Schulterstütze. Super Chainsaw 25. Das war mal mit einem Camouflage. Jetzt hakt ihr wieder. Ich habe die mal in anderer Farbe lackiert. Ihr kennt die vielleicht auf meinem Kanal. Ich habe die jetzt auch in den schwarzen, roten Finish gemacht. Das werde ich auch nur mal ein bisschen vorne umbauen, designmäßig hier ein paar Klemmen dran machen, damit was hier unten und unten dran kommt, damit das bisschen wie so ein, ja, wie so ein Science-Fiction-Gewehr aussieht. Es muss nicht unbedingt Blaster sein, man kann auch andere Sachen machen, aber sieht, so sieht es aus. Warum immer diese Farbe? Ich finde diese Farbe genial.
und die spielt auch eine ganz große Rolle. Moment. Man muss ja nicht immer nicht alles mit Star Wars machen. Man kann auch andere Kategorien machen in Science Fiction. Es gibt sehr viele YouTuber, die es gibt einen, ich will jetzt keinen Namen sagen, der ist auch in den USA, der macht super geile Videos. Vielleicht kennt ihr den. Er hat auch schon mal einen Lichtschwert-Fanfilm gemacht. Und er macht auch sehr viele andere Filme, die man in so einem Film sieht. Blendgenial. Also da muss ich sagen, der macht wirklich gute Arbeit. Und man sieht auch ein bisschen die Arbeit mit Nerfwaffen. Also mit Nerfwaffen, die man auch umlackieren kann. Ich werde mal gucken, dass ich mir ein paar Nerfwaffen besorgen tue und die auch mal lackieren tue. Euch mal zeigen, wie es funktioniert. Und dann mal auch mal so einen richtig schönen Science-Fiction-Blaster zu machen, wie das ist. Und man kann sehr viele Sachen daraus machen. Also man sieht es nachher nicht mehr, weil es ist zwar Kunststoff, aber wenn man so lackieren tut, dass es so aussieht wie Metall, dann sieht das geil aus. Dann denkt ihr manchmal, boah, was ist das für ein geiles Teil, das ist ein bisschen überschweres Material. Weil das gute Stück, was hier oben drauf liegt, ich habe es gewiegt, das sind ca. 3 Kilo, die oben liegen. Und wenn ihr da mit dem Treffen rumläuft, also dieses große, dicke Stück hier, was hier oben drauf liegt, ja, dieses hier, das ist komplett aus VA-Stahl, also Edelstahl. Also es liegt so 2 Kilo, 3 Kilo. Wenn ihr wirklich auf dem Treffen rumläuft, eher man zittert euer Arm. Dann müsst ihr mal das ablenken. Ich habe jetzt einmal ein Kylo-Schwert gemerkt, wie ich auf Power of the Force war. Mir hat nachher die Hand wehgetan. Und deswegen gehe ich auch viel später darauf zurück. Edelstahl mit Aluminium, bisschen leichter, dass man auch nicht so viel Gewicht hat. Ja. Das ist meine Meinung. Gut, das war's für ein Video erstmal. Ich wollte euch noch mal ganz kurz das eine Spiel mal zeigen, ein bisschen was dazu geht. Und dann werde ich mir überlegen, was ich noch was Neues machen möchte. Ihr habt gesehen, oben hängt hier oben, habe ich den Iron Man hängen. Ich mache hier auch diese Bauphase von Fanhome. Ich bekomme kein Paket, ich weiß nicht, woran es liegt. Schade, vielleicht muss ich mir die Hälfte einzeln holen, dann ist es halt so. Aber das ist auch eine gute Sache. Wer weiß. Vielleicht baue ich mal irgendwann mal den richtigen Anzug. Mike macht's möglich. Wenn ich schon Schwerter baue und Kostüme, warum nicht sowas? Aber ich glaube, dafür ein bisschen so groß im Keller hinzustellen. Also ich glaube mal, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich was bauen soll oder irgendetwas. Gut, das war's für ein Video. Ich danke euch, bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video war nicht so langweilig, weil ich wollte heute mal nicht so ein Bauvideo, ich wollte mal ein bisschen mal reden und dann quatschen und zeigen, was mir gekommen ist. Ja, okay, beende ich das Video. Wenn euch gefallen hat, das Video, würde mich freuen, wenn ihr den Daumen oben lässt. Wenn ein Daumen unten, sagt mir wissen, was ich falsch gemacht habe. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Da würde mich riesig freuen. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bauprojekt. Bis dann, euer Mike. Bleibt gesund. Ciao.